Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, diese Tat geschah aus Liebe. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr schon mal etwas Heftiges, etwas Krasses, etwas ganz Besonderes getan habt. Und ihr sagt im Nachhinein, diese Tat geschah aus Liebe. Etwas, wofür ihr euch vielleicht heute schämt oder was ihr sehr bereut, weil Liebe bekanntlich blind macht und man hat eine rosarote Brille auf und man hat dann irgendetwas Bestimmtes getan. Also diese Tat geschah aus Liebe. Wenn ihr mir davon was erzählen wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Diese Tat geschah aus Liebe. Das kann etwas Schlimmes sein, etwas Bizarres sein, es kann auch etwas sehr Schönes sein, etwas sehr Positives. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir erzählen werdet. Und die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Nicole. Und die Nicole ist 21 Jahre alt. Hallo Nicole. Hi Domian. Ja, hallo. Also Domian, ich bin gespannt auf deine Geschichte. Ja, ich habe ein Problem. Also ich habe vor 8 Monaten einen Mann kennengelernt. Ja. Habe ihn im August geheiratet. Hat es angefangen, weil das Geld mich gereizt hat bei diesem Mann. Vor 8 Monaten kennengelernt? Ja. Und jetzt im August schon geheiratet? Ja. Das ist ja auch nicht so alltäglich, ne? Na, eigentlich nicht. Ich sage, mich hat das Geld gereizt am Anfang. Seine Kohle? Ja. Wie alt ist denn der Mann? 60. 60? Ja. Ich fall vom Stuhl hier. Ja, also ich stehe auf ältere Männer, muss ich dazu sagen. Ja, ist auch okay. Ist okay. Aber 21 bist du, er ist 60. Ja. Und schon nach ein paar Monaten heiratest du ihn, weil er sehr reich ist. Ja, nicht nur. Also ich habe mit ihm den Alltag halt geteilt und habe ihn dann aus, sagen wir mal, wegen Geld und halt Liebe geheiratet. Wegen Geld und Liebe. Ja. Ja, das hört sich schon so an. Ist er denn wirklich, hat er viel Kohle? Naja, es geht. Genug. Genug. Für mich ist genug. Ja. Mhm. Schickes Auto, tolles Haus und sowas? Ja, Haus schon. Haus schon. Auto nicht so doll. Doch, schon. Aber der Typ nicht so gut. Dafür ist der Typ nicht so gut. Ja. Also verheiratet seit August. Ja. Und du sagst mir jetzt schon, der Typ ist nicht so gut. Ja. Warum? Was ist da los? Also wir streiten uns fast jeden Tag, muss ich dazu sagen. Und wenn wir uns dann streiten, dann sagt er, ja, ich schlafe sowieso nicht mit dir, weil es mir Spaß macht und mehr ist da nicht. Und er sagt, im größten Streitfall sagt er immer, ich soll ausziehen. Halt, solche Sachen. Kommt das erst jetzt, seitdem ihr verheiratet seid, dass ihr euch so streitet? Oder war das die wenige Zeit, die ihr euch vorher nur auch schon kanntet, auch schon ein bisschen heikel? Oh ja, vorher war auch schon ein bisschen heikel, aber da war es nicht ganz so schlimm. Jetzt ist es ja halt jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Und das macht mich nervlich, sag ich mal so, wie es ist, fertig. Kann ich gut verstehen. Jetzt sagst du, diese Tat geschah aus Liebe. Das gaukelt sie dir so im Nachhinein vor. Die geschah aus Liebe, eben, aber so wie du es ausgedrückt hast, eben auch aus Geld. Die Tat nämlich, dass du ihn geheiratet hast. Ja, genau das war mein Fehler. Mann, oh Mann, ist das krass. Ist das krass. Und jetzt? Naja, jetzt redet er dauernd, wenn wir uns streiten, von Anwalt und Scheidung und so weiter. Mhm. Und es geht mich dermaßen so auf die Nerven, wenn man das so oft hört. Und das größte Problem ist ja daran, er unterstellt mir, dass ich Kontakt zu meinem Ex-Freund habe. Wie alt ist dein Ex-Freund? 63. Ehrlich, 63? Ja. Du stehst nur auf alte Männer? Ja, eigentlich. Aber auf richtig ältere, also im Gegensatz zu dir dann. Ja, aber das unterstellt er mir und deswegen wird er mal schnell eifersüchtig. Und wenn die Eifersucht dann mal gleich da ist, dann geht es gleich Mordstreit. Dann sagt er immer, fahr zu deinem Ex und bleib da und lass mich in Ruhe und solche Sachen. Wie lange warst du denn mit deinem Ex zusammen, dem anderen 63-Jährigen und dem 63-Jährigen? Ein Jahr. Gab es dann auch schon mal, gehört nicht genau zur Sache, aber interessiert mich, auch schon mal mit einem jüngeren Kerl zusammen? Ja, früher mal. Da war ich vielleicht 18 mit einem 21-Jährigen, aber der wollte halt nur poppen und nächsten Tag war er weg. So. Da sind die Eltern natürlich ein bisschen anders, ne? Ja, also die... Was wollen die denn eigentlich? Was wollen die Eltern denn von dir? Wollen die nicht nur... Ja, nein, ich sag mal nicht nur poppen, die geben auch mal ein bisschen Wärme und Verständnis. Also ich muss dazu sagen, ich habe keinen Vater gehabt und deswegen... So, erklären wir uns das mal allein psychologisch, was das daher rührt.
Also, ich habe keinen Vater gehabt und deswegen habe ich einen kleinen Vaterkomplex und deswegen denke ich mir, ein älterer kann mir mehr Geborgenheit, mehr Liebe und mehr Wärme geben. Aber muss es denn gleich so viel älter sein? Ich meine, wenn der jetzt 40 wäre, wäre er auch schon erheblich älter. Habe ich auch schon gehabt, aber es hat auch nichts gebracht. Also je älter, desto besser für dich. Nee, eigentlich auch nicht, ne? Kann man auch nicht sagen. Auch nicht. Nee. Aber weißt du, was ich wirklich wahnsinnig finde? Ich meine, wenn du so gestrickt bist und so drauf bist, ist ja okay. Aber dann gleich zu heiraten, ja, ich weiß, das Geld deswegen, aber trotzdem, da ist man ja in einer ganz anderen Bindung drin. Ja, ich weiß, alle haben gesagt, mach das nicht und ich hab's doch gemacht. Hättest du mich doch bloß angerufen vorher. Dann hätte ich dir den Kopf so gewaschen, dass du nicht geheiratet hättest. Und dann hätten wir uns jetzt das Gespräch sparen können. Jetzt sitzt du da. Von Liebe scheint da überhaupt nichts mehr zu die Rede zu sein, oder? Also bei mir geht es langsam jetzt, also ist bei mir auch eigentlich fast nichts mehr, sagen wir mal so, wie es ist. Also so, und im Prinzip, und im Prinzip, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, würdest du sagen, weg von dem Typ. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich sagen, Scheidung und weg. Scheidung und weg. Ja. Dann wird es auch darauf hinauslaufen. Weil du hast jetzt den ganzen Kladderadatsch natürlich am Hals der Komplikationen, Scheidung und raus aus der Ehe und weiß ich was alles. Ja. Ach, Nicole. Das Problem ist, Domian, ich mache mir halt immer selber Vorwürfe. Und das große Problem ist, ich hab früher mal Selbstmordversuche gemacht, auch, ja. Also war auch schon so schlimm. Und fängt das jetzt wieder an. Jetzt komme ich in den gleichen Trakt wieder rein. Ich war vor einem Jahr mal bei Psychologen. Jetzt fange ich aber wieder an mit den Selbstvorwürfen und komme wieder in den Trakt rein, dass ich mir die, sagen wir mal, mit Rasierklingen die Arme aufschneiden will und alles solche Sachen. Ach so. Und deswegen rufe ich bei dir auch mit an, weil das immer schlimmer wird. Also Selbstvorwürfe heißt, das sind nicht nur Selbstvorwürfe. Ich wollte gerade sagen, die kannst du dir ja auch machen, wenn du einen Fehler gemacht hast, aber es ist schlimmer. Ja. Es ist schlimmer, dass du dich selbst verletzt oder sogar an Selbstmord denkst. Ja, genau das. Also er hat mir vor Monaten hat er mir noch Geschenke gemacht, hat mir alles geschenkt, was ich haben wollte. Jetzt zieht er sich nur noch zurück. Wir reden kaum nur noch, also da ist gar nichts mehr eigentlich. Wir reden kaum noch, wir haben vielleicht noch einen gleichen Bekanntenkreis, da tut er immer den Lieben und Guten, sagen wir mal so. Ja, verstehe. Und sobald wir zu Hause sind, ist er im Bett und dann ist Ruhe. Habt ihr Sex miteinander? Nicht mehr, also ist eingeschlafen. Darf ich dich dazu auch noch was fragen? Wie empfindet ein dann so junges Mädchen wie du den Sex mit einem so viel älteren Mann? Ist das für dich wirklich sehr erregend? Und Also ja, es macht mich schon erregend. Also so ist es nicht. Also ich habe da keine Hemmung vor nichts. Also ich bin das schon, kann mich dann, also macht mir schon Spaß. Ja. Aber wenn ich mit einem Jüngeren zusammen wäre, dann hätte ich auch wieder Angst, dass er wieder eine Nacht von mir will und weg ist. Und Weißt du, was ich glaube, Nicole? Also erstmal finde ich, dass du da aus dieser Beziehung raus musst, weil dich das unglücklich macht. Aber das ist nur der erste Schritt. Ich glaube, der zweite große Schritt ist, dass du dich mit dir ganz ausgiebig beschäftigen musst. Warum ticke ich so, wie ich ticke? Warum mache ich mir Selbstvorwürfe bis hin zu Selbstmordgedanken, wenn ich dann wieder in der Luft hänge? Vielleicht auch, warum stehe ich auch so sehr viel ältere Männer? Vielleicht ist das auch gerade nicht so das Natürlichste für dich. Ich will es nicht moralisch bewerten. Vielleicht ist es für dich nicht so ganz in Ordnung. Deswegen würde ich dir sehr dringend raten, dass du dir Hilfe holst. Bei einem Psychiater, bei einem Psychologen. Ich glaube, das brauche ich auch. Ja, das glaube ich. Ich würde dir gerne... Domian, warte mal kurz. Einen Satz möchte ich noch sagen. Also Problem ist immer, wenn ich jetzt mir sagen was antun will, dann klickt bei ihm der Schalter um und dann kommt er natürlich angerannt und weint und alles, ja? Aber nur, wenn ich damit drohe, verstehst du? Und das kann dann nicht so weitergehen. Nee, das kann doch nicht so weitergehen. Das kann nicht so weitergehen. Das ist keine Grundlage für eine Beziehung. Ich glaube, dass diese Beziehung kaputt ist, so wie du es mir jetzt in den wenigen Minuten geschildert hast. Und daraus also er hält mich auch sehr kurz. Also ich krieg von ihm keinen Cent Geld. Ich muss mir immer von gewissen Leuten was borgen. Er hat Geld, ja, aber er gibt mir nichts. Das ist das nächste Problem. Früher aber nicht so. Was ist denn mit dir los? Du bist 21. Hast du irgendwas gelernt oder Schulabschluss zumindest? Ja, Schulabschluss habe ich, 10. Klasse. Aber nichts gelernt? Nee, noch nicht. Siehst du, das wäre natürlich auch eine Chance, wenn du jetzt rausgehst aus der Ehe, dass du zumindest jetzt anfängst, eine Lehre zu machen, dir irgendwas zu suchen, dass du auch auf eigenen Beinen stehst und eine selbstständige Frau wirst. Ist ja auch wichtig, so für das Selbstbewusstsein. Ne? Aber parallel dazu finde ich ganz wichtig, dass du mit deiner Seele was unternimmst, dass da jemand mit dir arbeitet. Ja, ich glaube, das brauche ich. So, wir versuchen dir ein bisschen zu helfen. Jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Claudia, ruft dich an und ihr bekakelt das Ganze mal, wie es weitergehen soll, okay? Domian, kann ich von dir noch ein Autogramm haben? Ja, und du sagst meiner Psychologin deine Anschrift und dann schicken wir dir eins. Alles klar, danke schön. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, unser Thema heute Nacht heißt, diese Tat geschah aus Liebe.
ich möchte gerne mit euch über Dinge reden, die ihr vielleicht blindwütig aus Liebe getan habt. Oder irgendetwas so Verrücktes, was auch vielleicht sogar was Nettes oder was Schönes ist. Und ihr sagt, das hätte ich nie im Leben sonst so gemacht, aber aus der Liebe heraus habe ich es gemacht. Oder etwas Schlimmes, worüber ihr euch im Nachhinein ärgert und sagt, mein Gott nochmal, ich war damals wirklich, hatte Tomaten auf den Augen vor Liebe und hab's deshalb gemacht. Also 0800 220 50 50 Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de und wenn ihr e-mailt, bitte die Telefonnummer draufschreiben. Hier ist Maurizio, stimmt das? Ja, das stimmt. Maurizio, 17 Jahre alt. Ja. Hi. Hallo. Du hast auch zu diesem Thema angerufen, diese Tat geschehen aus Liebe. Um was geht es denn da? Also, warte mal erstmal den Fernseher aus. Ja. So, und zwar habe ich da was sehr, sehr Schlimmes gemacht. Mhm. Ich habe, ich bin mit meiner Freundin jetzt 11 Monate zusammen. Ja. So, und seit einem Jahr ist der Vater von mir gestorben. Ja. So, und zwar ging es so, der Onkel schlägt sie immer. Mhm. Wie alt ist deine Freundin? 15. Mhm. So, und das war vor einem Monat etwa. Da war ich bei ihr zu Hause. Mhm. Sie lebt bei der Mutter noch? Ja, sie lebt noch bei der Mutter. Ja, und der Onkel schlägt sie? Genau. Und der Onkel kommt? Die Mutter kriegt nie was mit und so. Und der Onkel kommt ab und zu da zu denen nach Hause? Ja, genau. Also die wohnt in Düsseldorf und der Onkel wohnt in Dormagen. Ja. Okay. So. Wie bitte? Ja, soweit habe ich es verstanden. Mhm. Okay. So, und der Onkel schlägt sie. Und eines Tages war ich mal bei der zu Hause, also vor einem Monat. Mhm. So, und dann ist meine Freundin runtergegangen ins Haus, also die hat ein Haus, mhm. ist runtergegangen und ich habe dann nur gehört, wie sie sich angeschrien haben gegenseitig, wie ist das. Wer hat sich ja angeschrien? Die beide gegenseitig, also der Onkel und die Freundin. Der Onkel und die Freundin, mhm. Genau. Mhm. So, und dann ist sie hochgekommen, voll am Heulen, wie ist das. Und dann hat sie mit mir geredet, ja, und dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht, bin ich runtergegangen. Mhm. Und hab erstmal mit dem Onkel normal geredet, mhm. bis er mir eine Faust gegeben hat. Also so, er hat als erster zugeschlagen. Genau, er hat als erstes zugeschlagen. Mhm. So, und dann habe ich den Stuhl genommen und hab den vom Kopf gehauen. Mhm. Ja, und dann ist er umgekippt. Mhm. Ja, und meine Freundin natürlich am Heulen, die ganze Zeit gesagt, hört auf. Mhm. Ja, und dann hab ich ganz schnell Krankenwagen angerufen. Ja. Also er war am Kopf am Bluten. Mhm. Ich glaube, er hatte eine Platzwunde, musste, glaube ich, mit 7 Stichen genäht werden. Mhm. So, nur das hätte ich ja nicht gemacht. Nur so, also ich liebe meine Freundin ehrlich über alles. Ja. Und es tut mir im Nachhinein auch sehr leid, dass ich dem Onkel sowas angetan habe. Ja, aber der Onkel ist jetzt wieder wohl auf. Ja, er liegt noch zu Hause im Bett, siehst du das? Ja. Weil er hat noch Kopfschmerzen wegen diesen Nähten. Ich bin aber ja schon mal ganz beruhigt, dass nicht noch etwas viel Schlimmeres passiert ist. Ich hatte so fast die Ahnung, als du angefangen hast zu erzählen, mhm. dass irgendwas ganz Schlimmes passiert ist. Nein, also ich bin auch froh, dass da nichts Schlimmes, also ja. so schlimm passiert ist. Ist schon ja. schlimm gewesen, dass ich in den Stuhl... Diese Sache, wann ist die vorgefallen? Vor einem Monat war das. Ja. Hast du dich denn danach bei ihm entschuldigt oder was? Ja, ich bin ins Krankenhaus gegangen und habe mich bei ihm entschuldigt. Ja. Hat er die Entschuldigung angenommen? Einigermaßen. Also soweit ich es gemerkt habe, ja. Mhm. Ich meine, dein Verhalten ist nicht in Ordnung. Aber sein Verhalten ist ja auch nicht in Ordnung, wenn er deine Freundin schlägt. Ja. Wurde darüber jetzt im Nachhinein auch mal gesprochen, was das soll und hat er sich dazu geäußert? Nein, noch nicht. Mhm. Also ich versuche ihn jetzt irgendwann die Tage anzurufen, ja. dass ich und der Onkel, also wir beide uns alleine zusammensetzen und miteinander reden. Ja. Meinst du, dass du da stark genug für bist, dass du nicht wieder ausrastest? Nein, doch. Also ich versuche mein Bestes. Ja. Ja. Also das hast du für deine Freundin getan, kann man ja im ersten Moment auch so nachvollziehen, du hattest Wut, du hast deine Freundin sehr lieb und bist deshalb ausgerastet. Ja. Sagen wir mal, mit dem Schlagen, die ist ja nun auch schon 15 Jahre alt. Mhm. Und der wohnt gar nicht bei denen im Haus. Genau. Was ist denn da los? Der kommt dann ab und zu Besuch und schlägt dann seine Nichte oder was? Ja, also
soweit ich weiß, ist die Familie irgendwie sowieso alle ganz plemplem. Mhm. Also weiß denn die kriegt die Mutter von deiner Freundin das denn mit, wenn das die eigene Tochter von dem Onkel geschlagen wird? Nein, also der Onkel macht das immer, wenn die Mutter nicht da ist. Ja, warum erzählt deine Freundin das denn nicht ihrer Mutter? Weil sie Angst hat. Ich hab dir das immer erzählt, der Mutter und so. Achso, die Mutter weiß jetzt doch schon Bescheid. Ja, die Mutter weiß jetzt alles Bescheid. Mhm. Also, ist die denn nicht jetzt auch aufgeschreckt und schützt er jetzt ihre Tochter? Ja, doch, das ja. Das heißt, also wir können jetzt hoffen und davon ausgehen, dass diese Gewalt ein Ende hat zwischen dem Onkel und deiner Freundin. Hoffentlich. Hoffen also. Wir. Mhm, ja. Ja. Was hat denn die Mutter gesagt, als sie das dann von dir erfahren hat? Ja, erstmal war sie geschockt. Mhm. Wollte erstmal mit der Tochter alleine reden. Mhm. Ja, und dann meint die Mutter, also ich habe das ein bisschen mitgekriegt, meint, ja, wir zeigen dem Mistkerl an, wie ist das? Mhm. Ja, und dann meint die Tochter, ach, ist jetzt schlimm, ist nicht mehr so schlimm, weil ich habe ja was unternommen. Ja. Ja, und dann hat die Mutter sich noch bei mir bedankt. Ja, also das ist auch schon mal gut, dass die Mutter das glaubt und dass sie auf der Seite ihrer Tochter steht. Ja. Hat man ja auch nicht immer. So, jetzt finde ich deine Haltung finde ich toll. Respekt, du hast dich entschuldigt und du hast gesagt, ich bin da ausgerastet. Und du willst sogar jetzt nochmal mit ihm reden. Also mehr kann man nicht machen. Mhm. Finde ich toll. Du bist wie 17 Jahre alt und dann so eine Haltung zu haben, Respekt, Hut ab. Finde ich gut. Dankeschön. Machen wir so weiter und hoffen wir, dass die Sache, die jetzt auch ein Ende hat zwischen dem Onkel und deiner Freundin und ihr beiden noch lange glücklich zusammen sein könnt. Ja, hoffentlich. Ja, grüß dich mal herzlich von mir. Ja, okay. Mein Lieber, alles gut. Ja? Kann ich noch ein Autogramm haben? Ja, leg auf und wir rufen dich nochmal an, wegen der Anschrift. Ja, okay. Okay, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Diese Woche Samstag gibt es keinen Promi-Talk, weil Karneval ist. Heute war der 11.11. Und ihr weiter draußen, hier nicht im Rheinland wohnend, könnt euch ja gar nicht vorstellen, was dann hier alles los ist. Also Samstag gibt es eine große Karnevalssendung und deshalb keinen Promi-Talk, aber nächste Woche Samstag. Nächste Woche Samstag, 23.30 Uhr WDR-Fernsehen, habe ich Ralf Morgenstern zu Gast und das wird sicher sehr spaßig und sehr lustig und freue mich da schon sehr drauf. Katrin, 23 Jahre alt. Hallo Katrin. Hallo Jürgen. Ja, guten Morgen. Diese Tat geschah aus Liebe. Genau, und zwar gestern bin ich zu der Ehefrau meines Freundes gegangen. Ja. Und habe gesagt, dass wir ein Verhältnis haben. Ohne das mit ihm abgesprochen zu haben? Ohne es mit ihm abgesprochen zu haben. Genau. Wie lange bist du mit ihm schon zusammen? 3 Jahre. Ja. 3 Jahre. Heimlich. Ja. Heimlich, ja. 3 Jahre heimlich. Und jetzt hast du die Faxen dicke gehabt und hast gesagt, ich sag dir das jetzt. Genau. Und, wie war das? Naja, sie hat gesagt, aha. Kanntest du sie übrigens? Ich kannte sie, ja. Sie dich auch? Ja. Seid ihr so bekannt miteinander, also in dem Sinn, dass ihr euch auch schon mal unterhalten habt vorher, oder? Nee, weil sie ist weitaus älter wie ich. Die sind 45 Jahre verheiratet. Und du bist 23, und wie alt ist dein Freund dann? 67. Auch so eine? Was ist heute los? Gerade war Nicole, die hatte auch schon so einen sehr viel älteren Freund und du jetzt auch. Ich hab gehört. Also ihr kanntet euch nur so vom Sehen. Mhm. So, jetzt erzähl mal weiter die Situation. Du hast dann da geklingelt, bist hingegangen. Ich bin hingegangen, hab geklingelt, nachdem ich mit ihm unterwegs war. Mhm. Und ich dachte mir, weil ich habe das nicht mehr ausgehalten, die ganze Zeit alles heimlich zu machen und sich heimlich treffen. Und ich bin hingegangen, habe geklingelt und habe ihr das gesagt, dass ihr Mann und ich ein Verhältnis haben. Wie erzählt man das? Mitten so zwischen Tür und Angel? Eiskalt. Oder geht man da rein? Oder wie? Zwischen Tür und Angel, ich war eiskalt. Ich habe mich selber nicht erkannt. Guten Tag, wissen Sie eigentlich, dass ich ein Verhältnis mit Ihrem Mann habe? So ungefähr, ja. Und Sie? Ich muss dazu sagen, ich bin normalerweise der extrem sensible und schüchterne, zurückhaltende Typ. Und okay. Ich habe mich selber nicht erkannt, ne? Dann hat sie gesagt, aha. Und hat mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Und gar nichts weiter gesagt? Nee, gar nichts weiter. Das war gestern?
Ja, und ja, jetzt vor einer guten Dreiviertelstunde war er bei mir. Mhm. Und ja, er wird jetzt auch bei mir bleiben. Ach. Also er wird sich definitiv trennen von ihr. Er ist nicht sauer auf dich? Nee. Das heißt, du viel jüngere Frau? Ja. Musstest erstmal quasi auf den Tisch hauen, um neue Verhältnisse zu schaffen. Er hat es nicht geschafft. Er war zu feige dafür. Er hat Angst gehabt. Er hat gesagt, ja, und seine Frau ist krank und er will ihr das nicht antun. Und ist sie wirklich krank? Sie ist wirklich krank, ja. Schwer krank? Ja. Hast du ein schlechtes Gewissen? Nein. Das hört sich jetzt böse und gemein an, aber ich habe kein schlechtes Gewissen. Wenn, meinst du, müsste er ein schlechtes Gewissen haben? Ich weiß nicht. Ich sag mal so, wo die Liebe hinfällt. Mhm. Und er hat heute auch zu mir gesagt, also wo er vor kurzem da war, jetzt glaubt er mir wirklich, dass ich ihn abgöttisch lieb und nicht nur wegen dem Geld lieb. Ach so, auch die Geschichte, dass der viel Kohle hat? Ja, er ist mehrfacher Millionär. Mehrfacher Millionär? Ja. Aber das spielt für mich keine Rolle. Verstehe ich, die Logik verstehe ich nicht. Jetzt glaubt es dir, nachdem du es der Frau gesagt hast, das ist doch, wäre doch sogar logisch, dass du es der Frau sagst, um ihn ganz zu haben. Das ist doch kein Liebesbeweis. Ja, er glaubt es mir halt jetzt, ne? Mhm. Er hat halt vorher gemeint, ja, und ich 23, er 67 und das ist für mich alles nur Spielerei und ja. Träumerei und keine Ahnung, aber jetzt, ich meine, ich bin in der 8. Woche schwanger von ihm. Ach, das auch noch? Ja. Das auch noch. Gewollt? Gewollt, ja. Gewollt? Von meiner Seite her mit Absicht. Um ihn noch mehr an dich zu binden? Nee, allein nur wegen dem Kinderwunsch. Und warum hast du das nicht mit ihm besprochen? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht die Angst, dass er sagt nein oder ich weiß nicht. Finde ich generell immer ganz schlimm, wenn Frauen sowas machen, dass sie das nicht mitmachen. Es ist schlimm, sicher. Es ist schlimm und ich sehe es auch ein, dass das hinterlistig ist. Mhm. Ich meine aber... Naja. Hat er denn jetzt irgendwas erzählt, dass da der große Riesenkrach zu Hause war und die Frau ja, sehr nee, geschimpft? Gar nichts. Seine Frau ist auch eine sehr ruhige Frau. Die zieht sich dann, wenn was ist, zurück ins Eckchen und weint. Sicher, es wird für uns alle nicht leicht werden, aber ich weiß auch, dass er zu mir steht und dass er jetzt bei mir ist. Das heißt, er wird sich jetzt wirklich trennen von seiner Frau und ihr werdet zusammenkommen. Endgültig. Mhm. Nochmal zurückzukommen auf die Krankheit von seiner Frau. Ist es eine todbringende Krankheit? Sie hat Krebs, ja. Kann man sagen, wie lange sie noch zu leben hat? Paar Monate? Und dann tust du sowas? Ich sag ja, ich habe mich selber nicht erkannt. Das war wie so ein Blackout. Ich war mit ihm unterwegs, ich war dann kurz zu Hause, hab nachgedacht und ich bin dann hingefahren. Ich weiß nicht, mein Gehirn hat abgeschaltet. Komplett. Weißt du, ich finde einfach, dass es ein Akt der Mitmenschlichkeit ist, so etwas dann nicht zu tun, wenn jemand quasi kurz vor dem Sterben ist. Ihm dieses nicht auch noch anzutun. Sowohl von deiner Seite aus, als auch von seiner Seite aus. Auch wenn die Ehe nicht mehr funktioniert. Ich weiß ja nicht, wie die Verhältnisse da sind, aber dass man in der Situation dann vielleicht auch vergibt und vergisst, was man an Problemen hatte und einfach zu der Person steht, bis sie es überstanden hat. Jetzt ist die Frau alleine und stirbt alleine. Das finde ich etwas erschütternd, muss ich dir sagen. Bei allem Verständnis für deine Situation. Ich weiß. Ich sage ja, ich hatte einen Blackout, ich kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen. Nein, aber er ist ja genauso dann schuld. Wenn er jetzt sogar sagt, er geht, er könnte ja jetzt immer noch sagen, okay, es ist jetzt raus, aber ich bleibe bei dir, also bei seiner Frau, begleite dich bis zum Tod. Wie ist das denn sehr, sehr, sehr kaputt, deren Beziehung schon lange? Weißt du? Ja. Also das lief schon jahrelang nicht mehr. Zwischen nicht laufen und richtig kaputt sein oder eine Hassverbindung zu haben, liegen ja auch Welten. Das war mehr oder weniger nur noch eine Wohngemeinschaft. Ja, das ist nicht einfach für alle, wie du es gerade gesagt hast.
Aber du hast drei Jahre. Ich meine, sicher ist das eine ganz komplizierte Sache für dich, eine schlimme Sache auch, wenn du es 3 Jahre einfach so immer hingenommen hast. Jetzt lass mich dich aber. Ich muss auch sagen, vor 3 Jahren war die Liebe noch gar nicht so groß. Mhm. Würdest du. Anfangs war das Spielerei. Mhm. Bist du denn auch so gepolt wie vorhin meine erste Anruferin, die Nicole, dass du eher auf ältere oder sehr viel ältere Männer stehst? Ja. Wie kommt das bei dir? Hast du eine Ahnung? Also Vaterkomplex ist es nicht. Mhm. Nee. Und das hat auch nichts mit dem Geld zu tun? Nee. Du würdest ihn auch lieben, wenn er ein armer Mann wäre? Ja, definitiv. Hat man da nicht Angst, wenn man mit einem so viel älteren Menschen zusammen ist, dass man einfach, das ist ja de facto so von der Wahrscheinlichkeit, dass man eben nicht so lange miteinander zusammen sein kann, wie wenn man einen Gleichaltrigen vielleicht hat? Sicher, die Angst ist immer da. Die ist da. Mhm. Ich meine, ich hab jeden Tag, wenn er sich jetzt nicht meldet oder sonst was, ich habe auch Angst, dass er irgendwie, keine Ahnung, im Krankenhaus liegt und ich weiß nicht Bescheid oder sonst was noch. Aber ich kann mit Gleichaltrigen nichts anfangen. Mhm. Dann kann man ja auf dem Standpunkt stehen, okay, es geht mir um das Jetzt, um das Hier und Heute und das will ich genießen. Auch ein jüngerer Mann kann sterben, obwohl die Wahrscheinlichkeit geringer ist, aber dass man sich einfach konzentriert auf die Gegenwart. Wie hat er denn darauf reagiert, als du ihm gesagt hast, ich gehe davon aus, du hast es ihm schon gesagt, dass du schwanger bist? Zuerst war er baff. Also ich habe es letzte Woche erfahren, dass ich schwanger bin und ich habe es ihm am selben Tag auch gesagt. Er war letzte Woche noch der Meinung, ich soll das Kind austragen, dann zur Adoption freigeben. Mhm. Warum? Ja, weil er das nicht wollte, dass andere Leute das erfahren haben. Ach so. Aber jetzt ist er bei dem Punkt angekommen, dass er auch wirklich, also er streichelt meinen Bauch und er freut sich aufs Baby. Und er sagt, er will es mit mir großziehen. Tja. Also ich möchte in dem Alter kein Kind mehr haben. Weil ich selbst von dem Kind gar nicht mehr so viel haben werde. Aber jetzt ist alles, wie es ist. Was wollen wir jetzt noch reden? Du bist schwanger und die Frau weiß Bescheid und er kommt zu dir. Und du hast dieses aus Liebe getan, so heißt unser Thema. Ja. Ne, so. Und deshalb hast du dich auch gemeldet. Jetzt kann ich einfach... Ich habe das Thema gelesen. Mhm. Ich tat diese Tatgeschau aus Liebe. Ich meine, ich sehe deine Sendung jeden Tag. Mhm. Wirklich. Und ich muss anrufen. Das war wie ein Drang. Ich weiß nicht. Ich komme so dreckig vor. Jetzt in dem Moment, ich sitze da, ich komme mir einfach nur dreckig vor. Nun ist es geschehen. Du kannst du ja vielleicht dazu beitragen, dass er, auch wenn er jetzt zu dir kommt, dass er zumindest sich auch weiter, sofern sie das wünscht, sich weiter um seine Frau auch kümmert. Dass du ihm da auf jeden Fall freie Hand lässt. Genau das ist das, wo ich mir auch momentan wirklich wünsche, dass er die letzten Monate, wo sie noch hat, bei ihr bleibt. Ja, dann sag ihm das. Sag es ihm wirklich mit voller Überzeugung, dass er es dir auch glaubt. Dass du ein wenig vielleicht wieder gut machen kannst von dem, was du meinst, schlecht gemacht zu haben. Dass er ihr jetzt noch beisteht in der letzten Zeit. Und sag ihm, er soll das machen, wie er es für richtig hält. Wie er es für richtig hält. Du stimmst dem völlig, völlig zu. Ja. Aber ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht, ne? Tja. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber nun ist es so. Ich kann ihn nicht mehr rückgängig machen. Nein, aber du kannst dieses noch tun, was ich gerade gesagt habe. Du kannst ihn wirklich anfeuern quasi, dass er der Frau beisteht. Und komm, ist so dreckig. Katrin, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Einverstanden? Okay. Dann legst du mal auf. Rosa, 55 Jahre alt. Hallo Rosa. Hallo Domian. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe also folgendes großes Problem. Ich habe eine Tochter, die ist 34 Jahre alt mittlerweile. Ja.
vor langen Jahren, vor 29 Jahren, da war sie 5 Jahre alt, da habe ich einen Mann kennengelernt. Ich muss sagen, ich war zu der Zeit schon geschieden und habe aus Liebe zu diesem Mann meine Tochter total vernachlässigt. Sie ist bei meinen Eltern aufgewachsen. Es ging ihr gut bei meinen Eltern, aber sie hat mich vermisst, ist ganz klar. Wie lange war sie dann bei deinen Eltern? Ach, bis sie anfing zu studieren. Ach, so sie lange. Mit 18, 19, ja, da ist sie in eine andere Stadt und hat... Und warst du so lange auch dann mit dem Mann zusammen? Nein. Ich war mit dem Mann fast 9 Jahre zusammen. Er ist dann gestorben, hat einen Herzinfarkt bekommen. Aber ich habe diesen Mann so fürchterlich geliebt, Domia, und habe mein Kind wirklich vergessen nicht. Ich habe sie stundenweise gesehen. Meine Eltern wohnen in derselben Stadt. Ich habe sie fast täglich besucht, 1 Stunde, 2 Stunden. Selten, dass ich mal nicht hingegangen bin. Aber sie hat sich so nach mir gesehnt. Sie hat mir immer hinterher geweint. Ihre großen, ihre kleinen Probleme. Ich hatte nie Zeit, ich habe nie hingehört. Alles oberflächlich bei mir. Und das hat nicht dein Herz damals erweicht, wenn das kleine Mädel geweint hat? Und doch, für den Moment ja. Aber sobald ich aus der Türe raus war, war alles weg. Warst du wie Jack auf den Mann? Ganz genau, Domian, ganz genau. Und meine Tochter ist dann auch krank geworden. Sie hatte frühkindliches Asthma, sehr schwer. Hat auch ein paar Mal in der Kinderklinik gelegen. Und meine Mutter hatte auch Angst mit ihr alleine. Sie sagt mir, bleib hier, schlaf hier, kümmere dich mit um das Kind. Wäre es denn nicht... Ich bin gegangen, Domian. Wäre es damals nicht möglich gewesen, das beides unter einen Hut zu kriegen, dass das Mädchen bei dir bleibt, bei euch bleibt, oder wollte er das nicht? Er wollte das nicht. Er wollte das nicht. Nein, er wollte das nicht. Und da war er mochte keine Kinder. Da war die Liebe zu dem Mann stärker als die Mutterliebe. Ganz genau, was ich im Nachhinein nie und nimmer verstehen kann. Wann sind dir die Augen aufgegangen? Wie alt war sie da? Als es zu spät war, als sie dann anfing zu studieren. Ja, da war sie schon durch erwachsen. Und sie wollte mit mir überhaupt keinen Kontakt mehr haben. Wie ist es denn heute? Sprecht ihr miteinander? Ganz, ganz selten. Sie wohnt in einer anderen Stadt, hat mittlerweile 2 süße Kinder. Ich habe 2 Enkeltöchter. Die zweite habe ich nie kennengelernt. Die wird jetzt 2 Jahre. Die andere habe ich vielleicht 2-3 Mal kurz gesehen. Ja, ganz kurz. Lebt deine Mutter noch? Ja, beide Elternteile leben. Das heißt, dazu hat deine Tochter Kontakt zu den Großeltern? Guten Kontakt. Auch zu ihrem Vater. Auch zum Vater, zum leiblichen Vater. Ja, der lebt in Norddeutschland und hat sich also so gut es ging auch immer um das Kind gekümmert. Ja. Sie ist in den Schulferien zu ihm gefahren oder er hat sie abgeholt, hat sie zurückgeholt. Hast du irgendwann eine Gelegenheit gehabt, sie um Verzeihung zu bitten? Mehrere Gelegenheiten. Was heißt Gelegenheiten? Ich habe es versucht, Domian, aber sie hat mir keine Chance gegeben. Sie hat gesagt, sie will überhaupt keinen Kontakt mehr mit mir haben. Sie hat selber 2 Kinder und sie sagt, sie würde ihre Kinder nie im Stich lassen. Ich habe ihr versucht klarzumachen, dass ich sie auch liebe und geliebt habe. Ich denke, ich war vielleicht auch noch zu unreif damals. Bilde ich mir ein, ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch nur eine Schutzbehauptung. Ich weiß jetzt nicht, wie ich an sie rankomme. Ja. Das macht mich krank, ich bin krank davon. Ich weine jede Nacht, Domian, jede Nacht, ich komme nicht zur Ruhe. Man kann ja vielleicht, eigentlich auch nicht, aber vielleicht noch verstehen, wenn du damals frisch verliebt warst, dass du die erste Zeit, sagen wir mal das erste Jahr, du dich mehr auf den Mann konzentriert hast. Ja. Aber seltsam ist, dass das dann ja Jahr um Jahr und Jahr um Jahr ganz so war. Ganz genau so ist das gewesen. Ja. Und wirklich, sie hat alles versucht, um mit mir zusammenzukommen oder um mit mir zu leben. Du hast dieses Kind immer wieder enttäuscht und immer wieder zurückgeholt. Immer und immer. Ich habe ihr auch Versprechungen gemacht. Hat dann eigentlich gesagt, wir machen das und das und habe nicht gehalten. Hat denn eigentlich deine Mutter dich nicht mal zur Seite genommen und dir meine Ohrfeige gegeben, so symbolisch gesagt und sagt, hier, was machst du eigentlich? Das ist dein Kind. Wach mal auf. Doch, das hat sie versucht. Und das hat auch nichts genutzt? Warst du diesen Mann hörig? Ich glaube schon, mehr oder weniger, ja, doch, das denke ich mal. Ich habe mich total auf ihn konzentriert. Ja, so klingt es auch. So klingt es, ne? Wenn man das eigene Kind verstößt quasi für einen Typ. Da stimmt ja. Meine Gedanken, die drehten sich von morgens bis dass ich abends ins Bett ging, nur um diesen Mann. Als der Mann gestorben ist, nach 9 Jahren, sagst du, ne? Da war sie 14, ne? Oder sowas. Ja, so ungefähr 14, 15. Da wollte sie nicht mehr. Ich wollte fragen, als er gestorben ist, wurdest du da schon eher wachgerüttelt und wurde dir klar, dass du einen schweren Fehler gemacht hast in deinem Leben?
War mir vorher schon klar. Vorher schon klar. War mir vorher schon klar, doch. Aber ich kam nicht dagegen an. Ich habe auch versucht, mich von ihm zu trennen, weil er ist auch ein paar Mal mir gegenüber gewalttätig geworden. Hat mich auch geschlagen. Da haben die Leute alle gesagt, wir verstehen dich nicht, wir können dich nicht verstehen. Wie kannst du bei so einem Mann bleiben? Ich war wirklich gezeichnet. Ich bin einmal ins Krankenhaus gefahren. Da habe ich gedacht, ich hätte das Bein gebrochen. Da hat er mich dermaßen getreten. Blaues Auge, Jochbein hier oben, alles kaputt. Also das ganze Gesicht demoliert. Und ich bin trotzdem bei diesem Mann geblieben. Ich verstehe. Hast du Trauer, große Trauer empfunden, als er gestorben ist? Ja, eigentlich schon. Doch, habe ich. Doch. Das schon. Ja, doch, muss ich sagen. Ich habe doch sehr um ihn getrauert. Im Nachhinein würdest du sagen, ich meine, das ist immer schlimm, wenn man so denkt, aber so im ganz Stillen, tief in dir drin, auch irgendwie so eine Befreiung gewesen für dich, dass der Mann dann nicht mehr da war? Nein, eigentlich nicht. Nein. Ich weiß nicht, was in mich gefahren war, dass mir sowas passieren konnte. Ja. Wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, ich glaube mit Sicherheit, ich würde diesen Fehler nie wieder begehen. Ganz sicher nicht. Das wäre ja auch sehr schlimm, wenn du jetzt nach dem, was erlebt ist, sagen würdest, ich würde es ja vielleicht wieder tun. Das nie und nimmer. Ja. Mein Kind an erster Stelle. Das ist dein einziges Kind, ne? Ja, genau. Meine einzige Tochter. Und kann man sich auch vielleicht vorstellen, wenn das Kind von so klein auf und von 5 Jahren an immer so zurückgewiesen wurde und so verletzt worden immer ist, und immer wieder. Dass sie jetzt so dicht gemacht hat, so zugemacht hat dass sie keinen Bock auf dich hat. Ne? Überhaupt nicht. Ich versuche alles. Ja. Und ich habe sie auch schon des Öfteren zu mir nach Hause eingeladen, wollte mein zweites Enkelkind kennenlernen. Nichts, gar nichts. Hat sich das Verhältnis zwischen dir und deinen Eltern auch getrübt durch dieses Verhalten, was du an den Tag gelegt hast? Hat sich damals schon. Mein Vater hat 8 Jahre mit mir nicht gesprochen. Ui. Meine Mutter ja. Aber mein Vater hat mich 8 Jahre keines Blickes gewürdigt. Wenn ich ihm begegnete auf der Straße, er ging auf die andere Straßenseite, er wollte nichts und gar nichts mit mir zu tun. Also eine schwere Verachtung, ne? Total. Ist es denn, verkehrst du heute mit deinen Eltern wieder? Ja, heute ja. Mhm. Mit beiden. Auch mit meinem Vater. Wir haben uns ausgesprochen und... Das ist natürlich jetzt... Genau wieder so ein Ding, du hast schwere Schuld auf dich genommen. Da gibt's ja gar nichts zu reden, ne? Ja. Du hast dich entschuldigt, du hast signalisiert, dass du gerne einen normalen Kontakt haben möchtest, aber sie will es nicht. Überhaupt nicht. Also glaube ich, dass du gar nichts machen kannst, als das aushalten musst. Du kannst es vielleicht immer wieder signalisieren, du darfst sie jetzt ja auch nicht bedrängen. Nein, das ist ganz wahr. Ich habe das mal versucht. Das ist noch schlimmer. Also, das ist noch schlimmer, ja. Wenn ich dann anrufe, sie beendet das Gespräch dann sofort. Ja. Und man kann vielleicht einfach nur darauf hoffen, dass deine Tochter dieses wirklich irgendwann versteht, wie tief Leid es dir tut und welche Reue und Scham du empfindest. Aber und dass sie dir vergibt. Ich bin krank davon, Jung. Ich bin total fertig. Ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ich sitze oben. Ich bin total, total fertig. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich rufe dich einfach mal an. Vielleicht kannst du mir irgendwie weiterhelfen. Ja, irgendwie einen Ratschlag geben oder so. Aber ich glaube, kann man nicht. Nein, ich glaube auch nicht, dass es da jetzt so einen schnellen, klugen Ratschlag gibt. Nee, die Fakten sind, wie die Fakten sind. Ja. Außer der Hoffnung, dass die Tochter sich eines anderen besinnt, kann man erstmal nichts machen. Ich würde dir aber raten, damit du nicht noch sogar körperlich sehr krank wirst, dass du dir einen Profi holst, mit dem du über deine Schuld sprichst. Ja, ich sehe da keinen anderen Ausweg. Genau so sieht das aus. Ja, sonst drehst du dich im Kreis und drehst dich im Kreis und drehst dich im Kreis. Schon seit Jahren. Mhm. Ohne Ergebnis. Mhm. Und das frisst mich auf. Ja, das glaube ich. Das frisst mich auf. Ja. Es gibt ja natürlich auch Strategien, wie man mit schwerer Schuld umgeht. Ja. Ne? Und dass man dir das, was du das erarbeitest mit einem Psychologen, einem Psychiater. Ja, ich werde es versuchen. Wenn du möchtest, kannst du gerne mit meiner Psychologin noch eine Weile reden. Vielleicht kann sie dir auch noch ein paar Tipps geben. Ich biete es dir gerne an. Gerne. Ja. Wenn das möglich ist. Das ist natürlich möglich, ja. Ja. Claudia. Ja, Claudia heißt meine Psychologin und ich bitte dich, es Rosa aufzulegen und sie ruft dich zurück. Dankeschön, Domian. Und ich will dir sagen, deine Sendung ist großartig. Dankeschön. Die schaue ich mir immer wieder gerne an. Dankeschön, sehr nett von dir. Ich danke für das Gespräch. Auf Wiederhören, Rosa. Tschüss. Domian.
0800 220 50 50, meine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Theo ist hier. Theo ist 41 Jahre alt. Hallo Theo. Ja, hallo Domian. Hallo Theo. Diese Tat geschah aus Liebe. Ja, die geschah wirklich aus Liebe. Welche Tat war das? Ich hab, ich war verheiratet und hab dann eine Krebserkrankung bekommen, die auch gleichzeitig mit einer Zeugungsunfähigkeit behaftet war. Ja. Und meine Frau wollte immer Kinder haben. Und die hat heute zwei. Die hat zwei Kinder. Sie hat zwei Kinder oder ihr habt zwei Kinder? Sie hat zwei Kinder. Sie ist neu verheiratet, so. Hat zwei Kinder. Und ich finde das einfach klasse. Das heißt, du hast die Frau verlassen aus Liebe? Die ich liebte, ja. Weil du ihr das Glück nicht verstellen wolltest? Ja. Wann war das? 13 Jahre ist das her. Wie geht es dir gesundheitlich jetzt? Auch nicht so toll. Aber ich sehe immer, dass die Kinder gut gedeihen. Hast du Kontakt mit deiner ehemaligen Frau? Nein, überhaupt nicht. Warum überhaupt nicht? Nicht mehr. Warum nicht? Gar keinen mehr. Ich kann das nicht sehen. Also ich höre, wie es den Kindern geht und dann geht es mir gut. Du hast, damals hast du zu ihr gesagt? Nein, ich habe es nicht zu ihr gesagt. Ich habe es zu mir gesagt. Was hast du genau zu dir gesagt? Dass das so gut ist. So ist es gut. Ja. Aber du musstest ihr ja mitgeteilt haben, dass du dich von ihr trennen willst. Nein. Sondern? Ich habe eine Krebserkrankung, Chemotherapie und wir haben auch teilweise viel gestritten. Ja. Und? Ich bin jetzt zufrieden mit dem Zustand. Nein. Weißt du, ich möchte verstehen, wie es dann zu der Trennung kam. Hast du gesagt, lass uns trennen? Ich habe darauf hingearbeitet. Ich habe darauf hingearbeitet, dass es so kommt. Aber mit... Weil du diese Frau geliebt hast. Ja. Und weil ich du wusste, ich konnte keine Kinder mehr zeugen. Du hast diese Frau wirklich geliebt? Ich habe sie voll geliebt. Und hast darauf hingearbeitet, dass ihr euch trennt, damit sie ihr Glück findet? Ja. Ja. Das ist aber groß, sage ich dir. Ich weiß nicht, ob das groß ist, weil ich... Doch, das ist groß. Ich vermisse sie. Ja, aber das ist unfassbar groß. Ich vermisse sie einfach nur. Und weiß sie, warum du dich so verhalten hast? Nee, sie weiß es nicht. Bis heute nicht. Und das ist auch gut so, denke ich mal. Sie denkt bis heute, die Beziehung damals, das war kaputt und der wollte auch nicht mehr. Wir haben nie mehr Kontakt gehabt. Wir sind geschieden worden. Das war ein Scheidungsverfahren, das lief in 10 Minuten. Und das war die einzige Frau für mich. Und aber... Weißt du, warum ich sage, dass ich das so... Warum ich das groß finde? Weil das vollkommen selbstlos ist von dir. Und das ist das Größte, was ein Mensch schaffen kann. Eben nicht egoistisch zu sein. Ja, aber manchmal denke ich, man muss auch mal egoistisch sein. Und ich kann das überhaupt nicht, das sage ich auch noch dazu, weil ich nie egoistisch bin. Und nur, ich gönne ihr das und gönne ihr alles gut, das ist das. Und die Kinder sind gut geworden. Ich habe so ein bisschen einen Blick auf die Kinder, wie gesagt, und... Begegnest du ihr denn schon mal irgendwie? Nein, nie. Auch nicht zufällig, nein, auf der Straße? Nein, das ist noch nicht passiert. Ich habe Angst davor. Das Ganze liegt 13 Jahre zurück? 13 Jahre, ja. Und wohnt sie in deiner Stadt? Sie wohnt in meiner Nähe, aber ich habe es immer geschafft. Aber durch Spione kriegst du so mit, ob die Kinder gut gedeihen? Ja, nicht Spione. Also durch Zufall, mehr oder weniger? Nee, das sind schon...
Ich will jetzt nicht so viel im Fernsehen. Ja, okay, also du kriegst es raus, ist auch egal. Du kriegst es auf jeden Fall mit. Die Kinder sind gut in der Schule und so. Und du sagst, heute noch, nach 13 Jahren, dass du diese Frau über alles liebst? Ja, absolut. Wie hast du denn diese 13 Jahre ausgehalten? Wie hast du das denn ertragen? Ihr geht's gut. Und das ist gut für mich, weil ich das weiß. Ihr geht's gut. Und vielleicht ging es ihr bei mir nicht so gut. Nicht, weil ich irgendeine Macke habe oder so. Ich habe sie nie geschlagen oder so. Nicht, dass diese Thematik aufkommt oder so. Aber ich denke einfach, es war einfach für mich ein guter Punkt. Für sie war es besser. Hat sie sich denn damals, ich gehe nochmal zurück ein bisschen, damals, ich gehe mal 13 Jahre zurück, hat sie sich denn gewehrt gegen die Trennung damals? Ja, absolut. Also sie wollte eigentlich mit dir? Sie wollte das nicht, nein. Aber du hast dich so mies gestellt, also gespielt, dass sie irgendwann gesagt hat, okay. Ich habe auch irgend so eine, wie soll ich sagen, so eine blöde Nebenbuhlerin da eingebaut. Und die du aber gar nicht wolltest? Nein. Hast du ihr auch gesagt, ich liebe dich nicht mehr? Ich habe ihr so wehgetan, das kann man eigentlich gar nicht wiederholen, wenn ich sage, sie hat sehr oft bei mir, wo ich Chemotherapie und so weiter bekommen habe, da saß sie neben meinem Bett, die war immer da. Und dann habe ich ihr gesagt, da hätte auch jeder andere sitzen können. So weit darf man normalerweise überhaupt nicht. Und das hast du natürlich überhaupt nicht so gemeint. Nein. Sondern du hast es nur gesagt, um sie wegzudrängen von dir. Ja. Mein Gott. Das habe ich noch nie gehört, sowas. Ja. Jürgen, aber that's life. Und das war so gemein und deswegen will ich das heute auch, weil das Thema passiert, so das geschaut Liebe und das darf man gar nicht sagen. Aber du hast es getan für ihr Glück, weil sie das Kinder haben. Heute auch. Nein, das wäre jetzt zu weit gegriffen. Ja, aber so hast du es gerade erklärt. Aber ich habe ihr einfach nur wehtun wollen. Aber mit dem... Um sie von mir weg zu... Ja, aber mit dem Ziel, dass sie Kinder kriegen kann und sie ihr Glück findet. Ja. Und das hat sie hast heute gefunden. Und fragen Sie sie heute mal und sie ist glücklich. Mhm. Und du hast Verzicht geübt dafür. Und das finde ich so wahnsinnig beeindruckend. Obwohl es mir wehgetan hat. Ja. Tut mir heute noch weh. Das Wort wehtun ist wahrscheinlich viel zu klein. Und Entschuldigung wollte ich noch tausendmal zu ihr sagen. Hm. Das wollte ich ihr tausendmal noch sagen. Weil er war so nicht gemeint. Aber sie hat es natürlich anders aufgefasst. Ne? Sie hat es natürlich als Kränkung aufgefasst. Also Theo, ich bin sehr beeindruckt von dem, was du mir erzählt hast. Ich bin ausgesprochen beeindruckt und wünsche dir für deine Gesundheit, wenn ich das wünschen darf und wünschen kann, zumindest alles Glück der Welt. Alles Gute. Kann ich denn nochmal mit deiner Psychologin sprechen? Ja, klar. Ja? Ja, du legst auf und sie ruft dich gleich nochmal an. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss, Jo. André, 33. Hallo, André. Hallo. Ja. Ich bin durchgekommen, ich bin da. Ja, du bist da. Das ist gut. Du hast auch eine Geschichte, die aus Liebe geschah. Denke ich mal. Mhm. Denke ich. Erzähl mal. Ich bin schwul und habe vor einigen Jahren eine Beziehung gehabt, die natürlich irgendwann den Sex ohne Gummi verlangte, beziehungsweise wo einfach das zum Thema wurde. Ich bin dann zum Arzt und habe gesagt, klar, das können wir gerne tun. Ich habe jahrelang irgendwie Kinder begleitet. Ich arbeite mit Kindern, ich habe Kinder begleitet mit HIV und AIDS. Mhm. Oftmals von Junkies. Und, also warst du mit dem Thema sehr vertraut? Ich bin mit dem Thema absolut vertraut. Mhm. Und, das war für mich auch eine ganz schwierige Arbeit. Mhm.
So, jetzt zurück zu der Beziehung. Ui. Ja, ich habe in der damaligen Beziehung habe ich halt, als der Wunsch dann aufkam, irgendwie... Von ihm? Von ihm. Mhm. Keinen Safer-Sex mehr zu machen. Lass mich fragen, wie lange du mit ihm da schon zusammen warst? Wir waren damals 3 Jahre zusammen. 3 Jahre. Und nach 3 Jahren hat er das gesagt? Nach 3 Jahren war der Wunsch. Ganz kurz, das ist die Vorgeschichte. Mhm. Einzig und allein die Vorgeschichte. Mhm. Wir waren 3 Jahre zusammen. Dann kam der Wunsch darauf, das Kondom wegzulassen. Mhm. Das war mir natürlich irgendwie genauso lieb wie ihm. Wir haben es dann getan, nachdem ich mich habe testen lassen. Ich habe den Schrieb mit nach Hause gebracht und habe gesagt, du, ich habe es jetzt gemacht. Ja. Ich bin negativ. Wie ist mit dir? Und er hat gesagt, ja, ist auch okay. Ich habe nur den Schrieb nicht da. Ich habe es beim Betriebsarzt machen lassen. Ja. Gut, nach 3 Jahren vertraut man da. Vertraut man sich. Natürlich. Und dann habt ihr ohne Gummi Sex gehabt? Hatten wir. Und was ist daraus gefolgt? Dass ich heute positiv bin. Das heißt, er hat dich belogen? Mhm. Mittlerweile bin ich mit einem neuen Menschen zusammen. Mhm. Ich weiß das seit 2001. Mhm. Ich habe ganz, ganz große Probleme gehabt, überhaupt jemanden neu kennenzulernen. Mhm. Das war für mich einfach ein Seelenstrippies, weil ich immer der Meinung war, wow, ich muss das sagen. Mhm. Ich muss das sagen, wenn ich was Neues beginne. Aber ich könnte genauso gut mir das irgendwie auf die Stirn stempeln. Mhm. So, weiß es denn dein neuer Partner? Mein neuer Partner weiß das, klar. Und du hast es ihm relativ am Anfang erzählt? Ganz am Anfang. Sofort. Bevor das überhaupt eine Partnerschaft wurde. War das ein Problem? Bevor ich eingegangen bin. Ja. War das für ihn? Das war der erste Mensch, den ich wieder zugelassen habe. Ja. Überhaupt zugelassen habe. War das für ihn ein Problem? Nein, war nicht. War kein Problem. Jetzt muss ich dich aber fragen zu dem Mann, der dich angesteckt hat. Hast du das noch mitbekommen, dass du HIV-positiv bist, während du mit dem noch zusammen warst? Nein. Zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ich habe mich getrennt, nachdem ich irgendwie... Ich war so die Hausfrau in der Beziehung. Ja. Und du bist ganz sicher, dass er der Grund der Ansteckung ist? Ja, es gibt gar keinen anderen, weil es... Bist du sicher, dass er dich bewusst hinters Licht geführt hat? Wusste er damals? Ja. Ganz, ein ganz, ganz klares Ja. Wie denkst du über ihn? Ich denke nicht mehr, ja. Man muss doch irgendwann wahnsinnig werden vor Wut und Zorn auf den... Ich sehe diesen Menschen täglich. Ich sehe ihn sehr, sehr häufig. Nicht täglich, das stimmt nicht. Aber ich sehe ihn einfach sehr häufig. Hast du mit ihm gesprochen damals, als es rauskam? Nein. Warum nicht? Du musst doch appellieren an sein Verantwortungsbewusstsein. Er könnte das mit anderen genauso machen. Nein, geht nicht. Ich würde mich jetzt hier offenbaren. Ich denke irgendwie, Jürgen, sei mir nicht böse, aber ich... dafür ist deine Sendung wieder zu öffentlich, dass ich da was machen könnte. Ich wäre sofort und jetzt sofort meinen Job los, wenn ich das sagen würde. Wenn du ihm das sagen würdest? Nein, wenn ich was gemacht hätte. Ich habe wirklich damals geglaubt... Nein, wir missverstehen uns vielleicht, glaube ich. Ich meine, warum hast du ihn persönlich nicht angesprochen, unter 4 Augen? Nein. Ja, warum nicht? Weil du deinen Job dann los wärst? Nein, persönlich, das geht nicht um meinen Job. Persönlich, das war es mir nicht mehr wert. Er hat was vernichtet, in mir, an mir und in meiner Familie. Das war es mir nicht mehr wert. Eigentlich ist mein heutiges Problem ist ein ganz anderes. Das war die Vorgeschichte, Jürgen. Ja. Ich habe dann lange Zeit, ging es mir nicht gut und ich habe wirklich Angst gehabt, überhaupt eine neue Partnerschaft anzufangen. Aber die ist ja jetzt da. Und die Partnerschaft weiß, dass du HIV-positiv bist. Mhm. Und ich hoffe, dass ihr geschützten Geschlechtsverkehr habt. Nein. Er ist nicht HIV-positiv. Nein. Du bist HIV-positiv. Ja. Er weiß das. Ja. Und ihr habt keinen geschützten Geschlechtsverkehr? Seit 1,5 Jahren nicht mehr. Warum nicht? Er hat aufgehört damit. Er hat damit aufgehört? Ja. Er ist Mediziner, er ist studierter Arzt.
er weiß darüber Bescheid. Ganz ehrlich sagen, diese Tat geschah aus Liebe. Das war einfach irgendwie so ein Schlagwort, irgendwie, was mir sofort irgendwie. Ja, ja. Also heißt das, dass er mit dir eventuell krank werden will und sterben will, oder was? Ich kann es dir nicht sagen. Aber dann müsst ihr doch darüber reden, ihr seid ein Paar. Er ist Arzt, er weiß doch, was das bedeutet. Ja, er weiß, was es bedeutet. Hast du ihn nicht gefragt, warum tust du das? Doch. Und was antwortet er da? Auf Liebe. Und ich fühle mich damit ganz scheiße. Das verstehe ich, würde ich auch. Ja. Also bei allem Hoch... Um Gottes Willen, ich muss ganz ehrlich geschehen, als es passierte, das erste Mal... Mhm. War das für mich ein ganz intensives Gefühl von Liebe. Mhm. Das mag jetzt keiner nachvollziehen können. Doch, kann ich nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen, aber ich halte es dennoch nicht für richtig. Nein, ich auch nicht. Mhm. Ich auch nicht. Und es hat so eine Todesromantik irgendwie. Ganz gruselig. Ganz gruselig. Ja. Geht mir genauso. Warum bestehst du nicht darauf, dass warum stimmst du dem zu? Ich würde an deiner Stelle das nicht dulden. Wiederum auch aus Liebe ihm gehen, zu ihm. Ich kann das dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwie manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass er mit einem Ekel vor mir selbst nimmt, oder? Hm. Ich weiß, was du meinst, und ich weiß, dass ich eine Verantwortung habe, aber ich glaube, ich habe auch nur bedingt eine Verantwortung. Nein, er ist natürlich, in erster Linie trägt er natürlich die Verantwortung. Er ist ja nun Herr seiner selbst und er ist sogar Arzt. Natürlich hat er die Hauptverantwortung. Aber was für eine Situation. Ist es sogar so, dass du dich manchmal, nachdem das jetzt so läuft, dich auch mehr fallen lassen kannst in die Liebe? Hm. Gar nicht. Nein. Gar nicht. Also kommen dann schon irgendwie so Wünsche auch von seiner Seite irgendwie zu irgendwelchen Baerbock-Aktionen zu gehen oder so. Was für Aktionen? Was, ja, irgendwelchen so Gruppengeschichten, wo es dann ohnehin ohne Verkehr läuft oder ohne Schutz, ohne Verkehr nicht, aber ohne Schutz, sorry. Und das mache ich auf gar keinen Fall und lass mich mal umgekehrt fragen. Könntest du dir, du liebst diesen Mann sehr. Abgöttisch. Abgöttisch. Könntest du dir umgekehrt, wenn die Rollen verteilt wären, auch so ein Verhalten vorstellen? Hm. Wenn, ich sag mal, also wenn ich mit ihm schlafe, also wenn ich aktiv werde, benutze ich weiterhin ein Kondom. Mhm. Und das werde ich auch nicht ablegen. Das ist, Ich meine, es ist anders. Wenn er HIV positiv wäre und du gesund, würdest du dich auch so verhalten, wie er sich verhält? Hm. Bedingt. Ich kann das nicht sagen. Hm. Ich kann das nicht sagen. Ich bin einfach in einer anderen Position. Ja. Ich kann mich da nicht reindenken. Bei allem Hochhalten der Liebe finde ich schon, dass da, wo das eigene Leben zerstört wird. Ich habe Angst. Ich habe einfach Angst um ihn. Hm. Ja, das muss man ja auch erkennen. Er kann ja eher sich erkranken als du. Und er kann eher sterben. Sagen wir es ganz klar, er könnte eher sterben als du. Das finde ich alles schlimm. Ich glaube, mit der Schuld könnte ich nicht leben. Ja, ich würde aber mich immer schuldig fühlen. Ja. Und warum... Ihr diskutiert aber auch nicht viel darüber, ne? Nein. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Ich auch nicht. Wir sind sogar gerade in der Trennungsphase und er beginnt was Neues mit einem anderen. Und ach, ihr seid sogar in einer Trennungsphase? Wie absurd. Mhm. Von ihm ausgehend. Von mir ausgehend. Aber du hast gerade gesagt, ich liebe den Mann abgöttisch. Ja, ich liebe ihn. Und trotzdem... Weil er eben nicht treu ist. Hm. André, jetzt geht die Sendung gleich zu Ende. Schade drum. Schade drum. Ich möchte auch nochmal auch an dein Verantwortungsbewusstsein appellieren, was du sowieso hast, das habe ich schon gespürt. Aber ich appelliere dennoch dran. Er ist auch
er ist für sich verantwortlich, aber du kannst auch gewisse Dinge machen und zulassen oder dich auch verweigern. In diesem Sinne möchte ich mich von dir verabschieden. Wenn du jetzt sehr angeschlagen bist, rufen wir dich nochmal an. Möchtest du das? Mhm. Okay, dann machen wir das. Leg bitte auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Malte Emels. Die Sendung ist vorbei. Morgen gibt es wieder eine Sendung. Ein Uhr Radio 1 live und ein Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss. Es ist 2 Uhr am Freitag, dem 12. November. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Kairo. Der Leichnam des verstorbenen Palästinensers